Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 26 von Towns. Ja, letztes Mal waren wir hier an der Treppe, haben wir geguckt und feststellen müssen, dass hier nichts los ist, oder wie war das? Gehen wir mal ein tiefer. Okay, da soll was abgebaut werden. Es kann da aber nicht abgebaut werden, weil es hier noch erst einer abgebaut werden muss. Das habe ich letztes Mal noch beim Kontrollieren gesehen, ne? Wenn wir da nicht abbauen, dann werden wir auch nicht tiefer kommen. Gut, gucken wir mal wieder erstmal nach oben. Das wird ja dann gleich irgendwann passieren. Der Friedhof sollte ja da hinten gebaut werden und das funktionierte auch. Wie ist denn da die Tür? Die gehen da ja hoch und runter, aber hier fehlt noch die Tür. Und okay, da geht's durch, aber auch nur bis dahin. Das ist dann eigentlich auch halb so wild. Ist gerade was passiert? Nein, nur eine Kuh ist gestorben. Okay, hier sieht es alles soweit einigermaßen aus. Da kommt jemand und gräbt jetzt das Loch da. Kann das sein? Warte mal, wir können mal eine Stufe schneller stellen. Ja, und dann wird auch nämlich gleichzeitig die zweite gemacht, ne? So, da hat es dann auch noch eine Treppe gegeben. Das ist nur die Frage, wo wir richtig sind. So. Das ist unsere obere Ebene. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ist es drei? Coole Frage, ne? Wir machen mal da was weg. Okay. Hier sehen wir alles. Das ist der Boden. Tja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Müssen wir noch ein tiefer oder nicht? Egal. Hier sieht es auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Hier müssen Kerzen noch hin. Reichlich an der Anzahl auch. Da können wir mal gleich noch die Deko weitermachen, weil ich glaube, 2, 3, 1, 2, 3, hier weg. Und dann muss da eine Kerze hin. So, jetzt haben wir das, ne? Das wäre da, geht nicht. Eine Karawane kommt, die können wir erstmal laufen lassen. Gut, hier. Müsste 1, 2, 3, 1. Hier ist irgendwas falsch, ne? Mit dem da. Also da muss definitiv eine Kerze hin. Wenn das mal nicht alles irgendwie falsch war, aber im Endeffekt ist es auch Nebensache. Also die Kerze kommt dahin, wenn, ne? Zwei, drei. Kerze, oder? Ja. 3, 1, 2, 3, dann wäre hier eine Kerze. Kerze. Kommt wohl hin, ne? So, ich denke mal, die Karawane ist jetzt da. Gucken wir uns mal an, was sie bringt. Oder was er haben will, ist ja auch noch eine Sache, ne? Können die alles haben hier? Nimmt er alles mit, Anmut? Gerne. Kann er auch alles haben. Jetzt müssen wir dann schon was kaufen. Da werden wir noch genug von kriegen, vom grünen Schleim. Komm, dann kaufen wir hier was. Da unten geht ja auch noch was, ne? Gucken wir mal durch. Oh, guck mal, den nehmen wir. Der ist schön. Kerzen brauchen wir auch. Den nehme ich jetzt nicht. Die Pflanze nehme ich auch. Tauschgeschäft geht noch nicht. Was haben wir hier? Entschuldigung. Den Tisch nehmen wir auch noch. Das Kamin, ne? Chimney. Schornstein. Die beiden Schränke. Und da ist es wieder grün geworden.
War da jetzt irgendwas bei, wo ich sagen würde, das nehme ich lieber oder sowas? Ja, diesen hier, ne? Machen wir mal gerade das. Ein Bett können wir uns mal gerade eben so zaubern. Tische eigentlich auch. Die gibt's auch wie Sand am Meer. Ist das jetzt so richtig? Ich weiß gar nicht, ne? Aha. Da sind wir dann so weit, dass es nicht geht. Wir brauchen also noch eine Kerze, die er ja auch hat. Ach, das Schach ist ja auch ganz nett, ne? So, lass uns das tauschen und ist gut. Und weiter geht's. Okay, hier sind wir soweit drin. Sollten wir noch was mehr machen? Gute Frage, ne? Ne, ich glaube, hier lassen wir es erstmal so. Jetzt kommt es hier noch drauf an. Also ich glaube eigentlich, dass es hier die richtige Etage ist, ne? So. Da und da. Das würde bedeuten, ich müsste hier noch einen aushöhlen, oder? Machen wir das. Wenn das geht, ist gut. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Was ist das hier? Evening. Birds are nervous. Okay, irgendwas passiert dann. Wenn die Birds nervous sind, ne? Jetzt kommt die Nacht. Okay. Gehen wir nochmal hoch. Und gucken ein bisschen hier zu, wie es hier ist. Und der Händler ist noch da, stellt uns aber schon ein paar Sachen hin, das ist ja auch schön. Vielleicht sollte man den Käfig hier, den Vogelkäfig mal hier ins Esszimmer stellen. So als Deko, oder? Und den Tisch würde ich da auch irgendwie so hinstellen wollen, oder? Ne, da ist jetzt richtig doof, aber lassen jetzt erst da stehen, ne? Wird sowieso da jetzt hingetragen wahrscheinlich, oder? Ja. So, Kerzen können sie nach unten bringen, ist ja kein Ding. Und der Stuhl. Furniture war das. Da ist er. Den stellen wir mal da hin. Waren das zwei nicht? Oder mehrere? Stellen wir da mal hin. So. Wie sieht es überhaupt mit Essen aus? Drei Brote, keine Kirschen, keine Birnen. Auch schlecht. Was macht unser Happiness? 44. Gehen wir mal höher, wie weit unser Dach ist. Da fehlen, glaube ich, noch Bauanweisungen dann. So, nächste Reihe passiert. Einmal zurück, einmal dahin, einmal dahin. Ich glaube, das können wir jetzt zubauen, ne? Na, wenn wir dann ausgewählt hätten. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder hoch. Was ist das? Der Cookie geht nach oben. Alles klar. So, den ausgewählt. Und den dahin gemacht. Und auf der Seite geht das auch. Genauso wie da es auch geht. Da. Und da. So, dann bauen wir da schon mal zwei Zimmer zu, das dritte auch. Irgendwie müssen wir noch ein Treppenhaus kriegen. Ich glaube, das machen wir hier gegenüber hin, ne? Super, ja? Da, wo ich es hin haben will, geht irgendwie nicht. Da.
Gucken, ob das so geht. Da müssen wir mal schauen, wie das mit den Treppen ausmachen. Weiß ich auch noch nicht. So. Ja, müssen wir uns nochmal ums Essen kümmern. Zwei Brote nur noch. Essen ist wichtig, ne? Gut. Und... ja, hier wird ordentlich gearbeitet, ne? Das sieht man schon. Jetzt sind die Wege zu weit bis zur Küche, ne? Vielleicht wäre das Getreide besser hier. Müsste man dann mal überlegen, ne? Ob man das so handhaben möchte. Ein Brot noch da, aber 7 Äpfel, Birnen werden auch gerade gepflückt. Passt schon. Happiness ist noch 44, könnte ein bisschen besser sein. Hier ist jetzt nichts passiert, so wie ich sehe. Okay. Ja. Kriegt er überhaupt seine Waren hier? Ja, doch, permanent und ständig. Und deswegen läuft es auch woanders nicht, weil er gerade beliefert wird, ne? Der zweite Stuhl wäre schön, wenn er da hinkommt. Ist aber nicht gemacht worden. Ja. Heldentechnisch können wir da noch ein Bett hinstellen. Da haben wir ja dieses. Stellen wir da das auch hin. Und einen Schrank hat der andere auch. Dann kriegt er auch einen Schrank. Und eine Kerze fehlt noch, oder? Ja, die Kerze müssen wir wohl auch noch hinmachen. So, passt. Das Bett kommt gerade. Können wir auch 3 Helden beherbergen, ne? So. Wäre natürlich schön, wenn wir hier mal ein Dach über den Kopf kriegen auch oder so, ne? Das fehlt ja auch noch. Komm, dann machen wir da noch ein paar Steine hin. So, das zu. Und da mal drauf ganz... dritte Etage. Aber lieb jetzt was. Ja, das kann er auch zu, ne? Wir brauchen keine Fenster da. Gut, okay, lassen wir so. Wenn ich da was drauf baue, kommt da keiner runter, ne? Kerze steht da im Weg. So haben wir auch hingekriegt. Kann also auch gemacht werden. Noch wird aber hier der Herr Händler beliefert. Wie ist das Dach? Okay, ist ein Stück weiter gekommen. Haben wir. Ja, ist immer wieder etwas schwierig. Hier holen den grünen Schleim, holen sie. Wahrscheinlich irgendwie aus dem Keller, obwohl hier ganz viele liegen, oder? Sind sie? Ne, die sind weggeräumt. Alles klar. Also doch nicht. Dann holen sie jetzt den Rest wohl aus dem Keller. So, gucken wir mal einmal nach hier in Richtung neuen Friedhof. Ah, da laufen sie und holen das grüne Zeug überall weg, ne? Ja, aus der letzten Ecke holen wir das wahrscheinlich. Genau. So ist es. Super, ha? So, da ist ein Monster gerade gewesen. Kann das sein? Okay, Mine a ladder und gucken, was passiert. Und ich gehe dann fast davon aus, dass es hier irgendwo noch eine Zwischenebene gibt. Ne, das ist der Boden. Das ist die Zwischendecke.
Nee, das passt dann schon. Gucken, ob wir das hinkriegen, ne? So, wäre Pick Dice. Da kommt ein Held. Wo läuft der hin? Nach oben, okay. Gut, aber dann würde ich mal sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.